Willkommen zu einer neuen Folge Lies of Pi auf der Playse 5. Da hinten klopft jemand an. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wir wegrennen müssen. Ich gehe lieber erstmal weg hier. Vielleicht in einem Bereich. Alter, der rennt aber hoch. Helft ihr mir? Nö. Euch interessiert das nicht, ne? Alter, was? Der hat wahrscheinlich Kohle gescheffelt, ne? Meine Hoffnung war ja tatsächlich, dass die mir helfen, aber gut. Ich vermute mal, das wird ein einmaliger Gegner sein. Beziehungsweise, der kommt vielleicht doch öfter später vor, aber an dieser. Oh, an dieser Stelle nicht mehr. Weg, 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 weg! Schwertmeister-Amulett. Reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. Naja, damit haben wir jetzt nicht so das Problem. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung. Bla 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 bla. Die eleganten Bewegungen des Schwertmeisters verringerten größtenteils den Verschleiß der Waffen. Aber nur wenige Puppen konnten ihn imitieren, selbst wenn sie mit dem Amulett ausgerüstet waren, auf dem seine Bewegungen gespeichert waren. Ich bleib hier bei denen erstmal. Könnt ihr mir aber gut vorstellen, dass das später eine Rolle spielen wird? So, dieses Tor können wir jetzt ja von der anderen Seite öffnen. Damit würde man sich, glaube ich, den Kampf gegen 6 oder 7 Gegner sparen, ne? Ach, hier geht's auch gar nicht weiter. Gehen wir erstmal runter. Das wird ja trotzdem nicht eine Sackgasse sein, ne? Oh yeah. Schnorr geht ab. Na, Puppe? Ein Sägeblatt. Wuhu. Also das muss jetzt was Besonderes sein. Okay. Den Hebel ziehen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit jetzt gemacht haben. Das Wasser ist jetzt weg. Ne, das ist nice. Jetzt sag mir mal. Da müssten wir da oben lang.
Ich wusste gerade nicht mehr, wie wir zu dem anderen Gebiet kommen. Aber wozu ist denn die Rohrverbindung da, sag mal? Ah, bloß damit wir hier rüberlaufen können, ne? Ach, und ich dachte, wir kommen irgendwann auch durch das Rohr durch. Accidenti. I have to stop them. Ey, der macht doch was. Oh, da ist wieder so ein Kohletyp. Achtung, Vorsicht beim Umgang mit ätzenden Chemikalien. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht schmelzen. Ah, der kommt hier hoch. A little help. Anyone? Ach du Scheiße. Oh oh, oh oh, schnell weg. Ich will keine Überhitzung. Was? Der Sack hat mich doch getroffen von hier aus. Leck mich doch. Oh, jetzt krieg ich Dauerdamage. Scheiße. Oh nein, wir kriegen... Da ist er noch nicht tot! Und tschüss. Oh nee. Huhuhuhuhu, das ist aber sehr, sehr knapp. Nee, wir müssen uns heilen. Das ist mir zu heiß. Ach, Dreck. Ach so, was ich immer die ganze Zeit... ausprobieren wollte. Aha, genau. Interessanter Tipp gerade, das habe ich mich auch schon gefragt. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Maskmann... Ah, hier ist das Zeug aber noch da, okay. Wieder besuchen würden, hätte er seine volle HP wieder. Wollen wir es einfach mal probieren? Ich würde gerne, wenn wir sterben sollten, hier in der Nähe sterben. Damit wir unser Ergo easy wiederholen können, wenn der Rat zurückmarschiert.
Main, ich glaube, wir stehen ganz gut hier. Immer im Rücken bleiben von ihm. Oh, das war nicht gut. Oh fuck. Wieso hat er die Markierung weggenommen? Oh. Scheiße. Gleich ist er weg. Wow, okay. Ich denke mal, unsere Taktik hat sich hier bewährt. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Schnitte gehabt gegen den. Aber cool. Und mit dem Abwasser hätten wir das halt auch überhaupt nicht hingekriegt. Nice. Ach nee. Waffenhaltbarkeit. Gewicht ist höher. Pulszellenladung ist höher. Mich würde ja mal interessieren, wenn wir die jetzt aufleveln würden mit Mondstein. Ob die dann eventuell sogar besser wäre. Cool. Ich würde aber gerne jetzt mich wieder aufladen. Ich überlege gerade, theoretisch kann ich hier hoch, komme zum Stargazer, kann hier runter, gehe dann da wieder hoch und komme über die Rohre und dann müssen mit etwas Glück bemerken uns die anderen Puppen nicht. Das wäre natürlich cool. So. Hier hoch.
Ach, guck mal. Ist das der Raum von dem Psycho? Kann das sein? Von dem mit der Tiermaske? Würde eventuell passen. So, jetzt können wir hier runter. Die Puppe ist weg. Aber auch krass, wie verschachtelt das die alles ist. Okay, interessiert ihn nicht, sehr gut. Jetzt frage ich mich, ob der coole Dude jetzt wieder da ist. Alright, Benini. Pull yourself together. You have a duty to this city. And to your own sterling reputation. Ah, nee, der war auch nur einmalig. Sehr schön. Also da oben lang müssten wir zu Vinini kommen. Oh, der wirft wieder da hinten. Das sind beides Werfer, scheiße. Aber was macht man denn mit Gift bei Puppen? Oder mit Säure? Okay. Wenn der wirft, laufen wir. Scheiße. So nicht, meine Freunde, so nicht. Okay. Neuer Stargazer wäre mal wieder cool. Wie kommt man denn da oben hin? Von ihm aus oder sieht irgendwie unten danach aus? Ich erkunde erstmal so ein bisschen, ob hier noch irgendwie wieder was ist. Steht da einer? Nee. An diesen Ventilen können wir ohne sparen. Ich wollte erst Zahnräder sagen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich hier eventuell runterrutsche und nicht mehr hochkomme. Deswegen gehen wir dann doch erstmal zu Mr. Vinini, sonst hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber gut, jetzt sehe ich aber auch gerade die Zeit. Das heißt, Mr. Vinini treffen wir erst in der nächsten Folge, so wie es aussieht. Oh, hier könnte ich drüber laufen. Okay, dann machen wir
Das denke ich mal als nächstes. Oh Gott, das wird aber auch... Was passiert, wenn wir ins Säurebecken fallen? Was passiert mit unserem Ergo? Will ich das rausfinden? Der wirft doch bestimmt, der Typ da. Naja, gucken wir mal in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis denne.